Hallo und herzlich willkommen zur 165. Folge von Project 76. Ich glaube, es ist die 65. Hi. Ja, das letzte Mal haben wir hier ein bisschen ausgebaut. Da haben wir, also was heißt ausgebaut? Wir haben den Raum hier gemacht. Wir haben mal dafür gesorgt, dass wir hier schön. Also den Raum hatte ich, glaube ich, schon vorher gebaut, ne? Wir haben, glaube ich, nur die Powered Spore nochmal reingepackt. Erstmal das angeschlossen. Wir haben ein bisschen überlegt, wie wir das hier machen können. Und ich habe schon mal alles hier soweit vorbereitet, dass die ganzen Sachen funktionieren mit Hilfe der Contact Lever, keine Ahnung. Hab hier schon mal Struct Ducts hingeballert, so dass es alles dann eigentlich funktionieren sollte. Ich habe auch mal hier das Kabel verschoben nach hier hinten und habe hier vorne mal das Ding zugebaut, dass wir hier an der Seite dann einfach den Mob Crusher im Endeffekt reinbauen. Ich hab mir nur gedacht, das Problem ist, wenn ich den da vorne habe, erstens sieht es doof aus von oben, weil da irgendwas Weißes dann von oben man sieht, wenn man hier vorne durchs Glas guckt. Und zweitens, hier ist eh das im E-System. Nicht im E-System, doch auch im E-System, aber hier ist das Drawer-System, wo eigentlich alle Mob-Drops, wenn ich es mir so recht überlege, nämlich reinkommen. Also warum alle hier rein, direkt in dieses Panel. Das heißt, ich mache da einfach einen Slave auf die andere Seite und dann kann ich da alles reinpacken, was ich habe. Und dann haben wir das schon mal gelöst. Ich muss halt dann nur gucken, was halt noch fehlt und das muss ich noch dazu packen. Apropos, ich wollte mal gucken, hatte ich... Nee, ich hatte nur... Weil ich habe nämlich, glaube ich... Genau, ich habe nämlich noch dieses Nieter. Und da wollte ich mal gucken, habe ich noch so ein... Ich habe noch ein Conversion Upgrade. Zack. Und wenn ich dann mal ein Nieter nehme... Ja, wunderbar, okay. So, das heißt... Ach, falsch. Zack. So, wunderbar. Jetzt ist das ganze Nieder hier drin. Schön. Da haben wir nämlich das nochmal weg und brauchen nicht so viele Nieter-Sorten im ME-System zu haben, weil das nimmt alles nur Platz weg und ist sinnlos. So, weil manche Mobs droppen halt wieder das eine Nieter, dann andere das andere Nieter, das nächste kommt aus Blöcken raus. Es ist nervig. So, aber nun gut. Ich habe hier auch schon mal alles mit Quarzglas zugemacht. Nicht mit dem Beleuchteten, versteht sich. Ich bin noch am überlegen, weil es ist ja dann alles Licht praktisch, was hier auch reinflattern kann, sollten wir ja mal normale Spawner oder sowas mit hinbauen. Da muss ich halt mal gucken. Auf jeden Fall will ich vielleicht noch ein bisschen was mit Lampen machen, dass wir irgendwie noch ein Lampensystem haben, dass wir noch andere Sachen an- und ausschalten können, wie wir wollen, mit Hilfe von Lampen. Also im Endeffekt, ob wir einfach hier drin Licht haben wollen oder nicht. Weil eigentlich sollte alles spawnen. Ich meine, die Blitz sind denen relativ egal, ob es hell ist oder dunkel. Widder-Skelette weiß ich schon nicht mehr. Deswegen muss ich mal gucken, weil ich glaube, nicht jedes Ding wird vom Powered Spawner einfach so akzeptiert. Oh, verdammt. Ja. Seid ihr da, seid ihr. Verdammt, ich habe vergessen, dass das Ding ja... Da ist noch eine. Habe ich sie? Ja. Und ich hier noch eine irgendwo? Da. Okay, Spawn ist aber aus, ja. Okay. Hier kriegen wir zum Beispiel das Nieter wieder raus. So, zack, zack. Okay, Spawn Blitz, Active with Signal, das ist, was ich noch schnell machen wollte. So, da zack. Und dann gehen wir auf Output und so braun. Wunderbar. Und damit haben wir das. Und dann kann ich jetzt nämlich schon mal ein bisschen Schildchen verteilen und ein bisschen Anschlüsse machen, dass wir praktisch die einzelnen Sachen an- und ausschalten können. Aber dafür würde ich sagen, ich packe erstmal den Crusher rüber. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass der Crusher auch dann die Viecher schon mal töten kann. So, zack, wunderbar. Dann einmal Fortune und Range Addon. Wir gucken mal, ob es reicht. Ja, es reicht von der Höhe nicht. Gibt es einen Height Addon? Nee, ne? Glaube nicht. Ich könnte es noch einen höher setzen, rein theoretisch. Na, wir müssen mal gucken. Eigentlich sollte er alles sofort töten, nur falls es zu hoch geht, mache ich den Raum nochmal irgendwie einen Block niedriger oder sowas. Das ist falsch. Das hier. Zack. Ich habe gerade hier Lighting Overlay an wieder ausgemacht, weil ich mich vertan habe. Always active. Wunderbar. Also die Raumgröße stimmt, die Höhe halt nicht. Die Höhe ist nur 3 mit dem Mob Crusher. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Entweder ich platziere später mal noch einen zweiten, vielleicht oben oder so, dass wir 2 laufen haben.
Und wir müssen halt dann hier, wir müssen ein paar Sachen rausnehmen. Wir müssen Flüssigkeit, wir müssen Items noch rausnehmen. Das ist das Einzige, was ich noch am Überlegen bin, wie wir das gut machen. Wahrscheinlich irgendwie über Conduits oder so, weil da geht's am einfachsten. So, gut. Also, was war grün? Grün waren Blaze. Dann schreibe ich mal hier schon mal dran Blaze. Oh, also ist ja nicht angeschlossen, okay. Stimmt. So. Blaze. So, dann hätten wir hier, mache ich mal einen Blitz hin. Und dann würde ich sagen, machen wir hier oben mal das Wither-Skelett hin. So, ne? Das hier ist rot. Okay, also das hier oben muss dann rot sein. Dann machen wir das mal gleich mal hier fertig. Einmal zack, Input und so auf rot. Blaze war grün, ne? Genau. Also Blaze auf grün. Grün und Blitz auf braun. So. Und das sollte jetzt theoretisch funktionieren, wenn ich jetzt einen Blaze mal anmache. Hat funktioniert, wenn ich wieder Skelette anmache. Wunderbar. Super. Und der Progress wird wieder gestoppt und das hat natürlich jetzt einen Haufen Strom gekostet, aber egal. Es funktioniert und wir haben alles hier drin. Und jetzt sehen wir auch, was wir bekommen, so ein bisschen. Eigentlich möchte ich gerne noch ein bisschen Wither-Skelette haben. Ich lasse das mal an. Auch wenn das natürlich jetzt keinen Strom hat. Aber wir kriegen 2048 RF kriegen wir rein, die natürlich irgendwann weniger werden, weil das Ding hier oben verliert Strom. Aber ja, wir müssen einfach nur den Reaktor richtig anschließen, dann geht das alles. So. Dann lassen wir das Ding mal ein bisschen laufen. Ich mache mal hier mit Glas zu. So. Damit sie nicht rauslaufen können, sollte da irgendwas sein. Und das ist schön. Wir können das jetzt wirklich schön aktivieren und deaktivieren wieder. Ah, das freut mich. So, jetzt muss ich nur gucken. Wie wir dann hier das Zeug rauskriegen. Und ich muss mir halt noch überlegen bei den Scrolls, wie ich das machen will. Das ist noch so eine Sache, wo ich am Überlegen bin. Und ich muss halt hier gucken. Deswegen will ich das Wither-Skelett machen, ob ich Köpfe rausbekomme oder nicht. Ich vermute sehr stark nicht. Mal gucken. So, spawnt überhaupt was? Das braucht halt nur ewig, okay. So, lass ich noch einmal spawnen, dann gucken wir mal, ob was rausgekommen ist. Wenn nein, muss ich es nämlich anders machen. Dann muss ich theoretisch bei Wither-Skeletten, was wir auch machen können, das ist auch toll. Wir können hier hinten theoretisch noch Servo dran packen. Danke. Los. Wir können hier hinten Servos dran packen. Und können das Ding auch mit Redstone steuern. Oh, wow, wir haben Stone Sword bekommen. Was bedeuten würde, wir könnten zum Beispiel sagen, der Mob Crusher geht aus, wenn das Wither-Skelett an ist. Und dann haben wir beispielsweise noch einen Killer Joe. Den hier. Dem können wir nämlich ein Schwert geben. Und er benutzt dann das Schwert, um damit Mobs zu töten. Das heißt, das Ding, und es braucht halt dazu noch eine schöne Distillation, aber wir könnten theoretisch sagen, wir machen das Ding und wir deaktivieren und aktivieren die je nachdem. Das heißt, wenn wir Wither-Skelette anmachen, wollen wir Beheading haben. Das heißt, wir gehen auf einen Killer Joe, der dann alles tötet. Und ansonsten ist es ein anderer Ding an. Wäre jedenfalls so mein Gedanke. Müssen wir nochmal gucken. Erstmal ist es okay. Ich muss halt jetzt noch die Automatisierung machen, dass alles hier reinkommt. So, dafür brauche ich einen Slave. Und Conduits. Und wir brauchen auch noch Fluid Conduits. Die müssen wir dann noch ins Unification leiten. Dann muss es natürlich noch in unserem E-System. Das ist das Einzige, wo ich mir noch unsicher bin, wie ich das gut hinmachen will. Wie kommen wir ans E-System? Weil das ist hier hinten. Na gut, im Notfall machen wir es auch per... Na gut, die XP sind eh oben. Das heißt, es ist total egal. Ich muss es eh einmal quer über das komplette Ding leiten, außer ich habe es im Haupt-ME-System. Und das ist nur hier hinten. Nee, dann machen wir es. Also machen wir es über einen Tank und haben dann praktisch einen XP-Tank. Alles, was sie da reinleiten, kommt dann praktisch ins ME-System oder so. Dann machen wir einfach zwei Ender-Tanks. Ist auch okay. Ich jetzt hier ewig keine Conduits verlege. So.
Dann machen wir mal das hier. Sind sparsam natürlich. So, und dann haben wir hier einen Insert. Und hier den Extract. Oh, ist active. So, und damit sollte jetzt schon mal ein Haufen wegkommen. Genau, wir haben jetzt noch die Scrolls. Da muss ich mir noch einfallen lassen, wie ich die machen will. Ich könnte theoretisch auch ein paar Drawer machen. Die können wir theoretisch sogar separat machen. Die könnten wir auch nach oben bauen. Wir können das System noch nach oben erweitern. Das ist auch toll. Bin hier oben drüber. Ich muss natürlich hier... What the fuck hat mich jetzt erwischt? Bin ich da oben dran? Ich habe keine Ahnung. Den Tank muss ich noch wegnehmen. Und dann können wir hier nämlich ganz einfach noch ein bisschen Drawer nach oben lagern. Das wäre vielleicht auch gar nicht so doof. Und dann könnten wir da oben die Scrolls dann drin haben, weil die kriegen wir leider ja auch. Also was heißt leider? Wir kriegen sie und ja. Ich will sie nicht unbedingt Trash kennen, aber die Schwerter müssten wir noch trashen. Das heißt, ich brauche nochmal einen Nullifier. Einen Nullifier. Nullifier, Nullifier. Ich habe keine Ahnung. Tin Gear. Oh, so. Gears. Und ich brauche noch Glas. Und ich brauche noch einmal Lava. Okay. Machen wir uns mal schnell noch den Lava-Eimer. Kann ich sogar hier machen. Brauche ich nicht so weit zu laufen. So. Und dann einmal das Ding bitte. Dankeschön. So, dann noch ein Nullifier und dann brauche ich noch Filter. Ein Basic sollte fast schon reichen, aber ich glaube, ich nehme mal ein Big. Für das ganze Zeug, was vielleicht reinkommt durch andere Mobs, die ich noch spawne. Ja, müssen wir mal gucken. Machen wir mal den Nullifier mal gleich hier unten ran. Und dann in den Insert Dusting und Whitelist und dann Ignore Metadata. Ist falsch, ich brauche einen Advanced Filter. Habe ich gerade gemerkt, weil ich muss nämlich auf Damage reagieren und nicht auf das Mod-Item Basic Fluid. Ich habe natürlich keinen Advanced Item Filter mehr. So. Zum Glück habe ich noch das ganze Zeug da. Einmal das hier. Und dann müssen wir sagen... Not damaged, damaged, can be damaged, cannot be damaged, ignore damage, genau, ignore metadata, ignore NBT und dann kommt da im Endeffekt das Schwertchen rein. Ups. Zack, mit Whitelist, wunderbar. Kann ich das wieder reinlegen? Nein, schade. Flup. So, dann machen wir hier ein Insert. Und dann können wir praktisch in den Filter noch alles reinlegen, was wir praktisch noch separat haben wollen. Vielleicht mache ich die Scrolls noch rein, mal gucken. Und jetzt müssen wir noch zu den Flüssigkeiten kommen. Und zwar hatten wir ja vorher mal das aufgebaut, dass wir hier gesagt haben, wir nehmen die Flüssigkeit raus, packen die in den Fluid Dictionary Converter und danach raus in den XP-Tank. Ja. Und im Endeffekt, so, sowas ähnliches werden wir jetzt nochmal bauen. Nur halt, dass es gleich irgendwie in andere Tanks geht und weg ins E-System. So, meine Güte. Das heißt, ich brauche mal Tanks. Und zwar eigentlich Ender-Tanks. Kann ich die craften? Kann ich machen, aber dafür brauche ich Blaze-Rods. Also, zack, Blaze an und die Party startet. So, und ich mach mal hier einen Notfalltunnel nochmal. Also, das heißt Notfalltunnel. Einfach nur einen Tunnel für Wartungsarbeiten oder sowas. Dass wir dann hier irgendwie reinkommen. So, wunderbar. Und das geht alles rein. Wie viele Blaze Rods habe ich jetzt? Jetzt habe ich 3. Der Vorteil ist halt, da wir mit Fortune, mit dem Fortune-Addon arbeiten, bekommen wir natürlich auch wesentlich mehr raus. Im Vergleich jetzt zu normal. Und. Sie werden ja, die Sache ist die Blazes droppen Blaze Rods. Das heißt, es ist ein Spielerkill. Das heißt, eigentlich sollten Wither-Skelettköpfe erscheinen. Eigentlich, aber nun gut, wir wissen, wie das mit dem eigentlich immer ist. So, ich brauche nochmal eine Blaze Rod, bitte. Bitte.
So, wir müssen natürlich dann unbedingt natürlich noch die Kabel upgraden, dass das alles ein bisschen einfacher funktioniert. Nicht einfacher, dass wir mehr Strom rüberkriegen. Im Moment hatten wir, was waren die Dinger? 2048. Theoretisch müsste ich wirklich einen Haufen Strom da reinkriegen. Na, mal gucken. Na, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Okay. Irgendwann machen wir dann die Infinite und dann ist okay. So, jetzt haben wir genug Tank. 2 Stück bitte. Danke. Warten wir mal ganz kurz ab. Dann machen wir Diamanten gleich. Zack. Und habe ich noch Grün? Dann machen wir es nämlich gleich so hier nach dem Motto, dass es XP ist. So, und dann machen wir hier nochmal gleich den Konverter. Machen wir es in den Boden, oder? Ja, da kann ich drüber laufen. Zack. Und dann brauchen wir Flüssigkeiten. Also einmal zack, zack und zack. Jetzt muss ich da rankommen. So. Flüssigkeit. Extract always active. Und hier haben wir Flüssigkeit insert. So, jetzt haben wir die Flüssigkeit. Dann selektieren wir mal Essence und hier Liquid XP. Wunderbar, dann haben wir die. Die müssen jetzt nur noch in den Tank rein. Das heißt, ich brauche noch mehr Grün. Das denke ich mir nur dabei. Tank. Aber ich mache mal Leim draus, komm. Bauen wir. So. 3. Das ist ein schöneres Grün für XP. So, zack, zack. Und zack, zack, zack. Und zack, 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 zack. Wunderbar. Nehmen wir mal einen kleinen mit. Flup. Knallen wir den mal hier in den Boden rein. Einmal so schön finde, alles im Boden zu haben. Kann ich mir einfach drüber laufen. So, dann haben wir hier einen Insert und hier einen Extract. So, wunderbar. Und da haben wir jetzt erstmal Liquid XP drin. Supi. Dann kann ich die nämlich nehmen und einfach in unserem E-System ballern. So, hab ich denn hier irgendwo ein Fluid Interface? Also ich weiß, dass ich eins habe, aber habe ich auch eins im... Nee, in die Richtung nicht. Okay. Habe ich woanders noch ein Fluid Interface, was leer ist, wo ich einfach reinpacken kann? Ich glaube, oben bei uns am E-System sollte noch irgendwo was sein. Ich meine, wir importieren ja hier irgendwo auch. Wahrscheinlich hier oben, ne? Hier haben wir nämlich das Fluid Interface. Und ich glaube, wir nehmen hier raus, ne? Ach, das ist der MFE. Ich bin doof. Wollte gucken, ob ich aus dem MFE Flüssigkeit nehme. Nee, ich muss ja hier gucken. Ja, ich habe es mit dem Import-Bus gemacht, okay. Haben wir nicht irgendwo noch ein Fluid-Interface oder sowas stehen? Hier. Ne, das ist ein Storage-Bus. Okay. Dann, beziehungsweise, du bist leer und du bist im Hauptsystem. Warum leite ich in dich keine Flüssigkeit rein? Weil ich nicht rankomme, ne? Ich wette, das ist die Antwort. Moment. Huch. So. Mal gucken, komme ich hier oben rein? Nö. Okay, muss ich von unten ran. Kleiner Moment. Ja, hier ist ein ME-Kabel davor. Nein, sonst, wenn ich eh ein Interface platzieren würde, dann könnte ich auch gleich sagen, ich nehme nochmal einen Import-Bus. Huch. Und dann knallen wir das einfach alles zusammen. Ja, das geht schon. Brauche ich es aber auch nicht hier nach hinten zu packen. Na, nee. Zack. Lapis. Chip. So. Und dann kann ich wieder raus hier. So. Gehen wir wieder hoch. Yay, hin und her. Jeder mag es. Und dann platzieren wir es mit hier oben. Mal hier Cable.
Dann packen wir es einfach mal alles aufeinander direkt. So, und dann brauchen wir das Ding. Raut. Für Channel nutzen wir hier 8. Ja, da passt auch noch ein 9er dran. So, und dann kommt der Tank da dran. Wunderbar. Okay. Super. Damit haben wir nämlich das alles fertig. Und das Einzige, was ich jetzt erstmal mache, ist was essen. Zack, zack. Nom nom. Nom 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 nom. Und damit kriege ich nämlich jetzt die XP gleich hier rein. Das heißt, wenn da drüben die Mobs laufen, dann... Oh, jetzt was habe ich denn jetzt verschluckt? Hilfe. So, wenn die Mobs dann sterben, dann kriegen wir wenigstens die ganzen XP davon und so weiter. Wir könnten natürlich noch sagen, dass wir hier vielleicht noch normale Spawner, das ist im Endeffekt auch so ein bisschen mein Ziel, ich noch normale Spawner mit reinpacke, dass wir versuchen, von manchen Sachen noch normale Spawner zu machen. Wir könnten beispielsweise, das mal zu zeigen, da, nein, falsch, da. Wir haben nämlich eine Quest, die wir hier schon ein bisschen completed haben, wo wir beispielsweise, wenn wir Skelette töten, kriegen wir ein Spawn-Ei. Das heißt, wir können den Spawner anpassen. Wir können zum Beispiel uns einen Blaze-Spawner machen, einen einfachen Dauer-Spawner sozusagen. Der läuft, sobald es dunkel ist. Was ist das? Oh, habe ich jetzt alles geclaimed? Okay, gut, ich habe alles geclaimed. Okay, okay. Ist das schon wieder fertig? Wahrscheinlich. Also die kann ich nochmal machen. Die ist completed. Creeper kann ich nochmal machen. Zombies, ja, da kann ich alles nochmal machen. So. Quest update. Das rattert jetzt einmal alles durch. Machen wir die ganzen Spawner ja weg. So, also wir können schon ein paar Spawner uns jetzt bearbeiten. Also Blaze, Slime, Skelett, Creeper, Spider und Zombie. Dafür brauchen wir natürlich Spawner. Ja, ist ja gut. Die intakt sind. Das heißt, wir bräuchten solche Spawner hier, die wir hierher geschleppt haben. Muss ich mal gucken, wie wir das dann hinbekommen wollen. Und das Problem ist, sie machen natürlich Cobblestone zu Dingens hier, zu... Wie heißt es? Zu Mossy-Koppel. Ja, ist ja gut. Haben wir es dann jetzt gleich mit den Quests? Ich wusste nicht, was es macht. Ich konnte mir denken, dass es wahrscheinlich einsammeln wird, aber so. Und wisst ihr was? Weil wir zu wenig haben, machen wir nochmal Blazes gleich an. Ah, es ist schön. Das gefällt mir. Ich liebe dieses Geräusch. Okay, gut. Ja, eigentlich haben wir damit jetzt unser Spawner-System erstmal ein bisschen ausgebaut. Das Einzige, was halt noch fehlt, ist natürlich die Möglichkeit, dass wir hier die ganzen Sachen korrekt einsammeln. Das heißt zum Beispiel Projectile Protection und so weiter, dass das alles noch korrekt umgesetzt wird. So, das kann mal ausgemacht werden noch, dass wir nur das eine haben, wunderbar. Oder muss ich halt, wie gesagt, nur mal gucken, dass wir das noch irgendwie entweder ich nullifies. Mal gucken. So, das können wir auch mal. Hauen wir der Insert an. Das war doof. Machen wir der Insert hier an. Weil das Problem ist nämlich, das ist der Nullifier, der ballert alles weg. Das heißt, meine ganze Essence hätte mir verloren gehen können. So. Ach ja, ist das schön. Schön alles töten lassen. Was halt wirklich noch schön wäre, wenn ich irgendwie sehen könnte, wie es mit dem Strom aussieht. Aber wir müssen unbedingt noch... kann ich nochmal Signalum machen? Wenigstens so irgendwie nochmal 20 machen. Kostet im Endeffekt nicht so viel, ne? Nö, mach mal. Also ein Redstone. Ich bin doof. Okay, jetzt weiß ich, warum es nicht so viel gekostet hat. Das ist ein Redstone gewesen. Dann müssen wir da nochmal zu Signalum machen. Oder? Ja. Nee. Huch. Ah, ich habe doch Signalum eingegeben. Ah, da unten ist es. Okay, hier unten ist es. Ja, wir brauchen noch einen Haufen Electrum Blend. Das heißt, wir brauchen eigentlich noch ein bisschen mehr Desaber's Redstone. Wie viel habe ich nämlich? Noch 17 Eimer. Und das wird doof. Mann, ist das Elektrum 40. 40 und ich brauche 500 pro? Ja. Das heißt, wir brauchen 20 Eimer.
Wir haben kein diesjähriges Dazu mehr. Also wir haben noch genug, weil hier drin ja auch 10 Eimer sind. Oh nein. So. Hier drin sind ja auch 10 Eimer. Aber... ja. Wie macht man das jetzt? Okay, da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Mach ich einmal hier nochmal aus. Zack. Ah, es ist schön. Es ist so schön. Kann ich eigentlich auf das Schild klicken? Nee, ne? Nee, ist zu weit weg. Das wäre noch schön, wenn man aufs Schild klicken könnte, aber dafür müsste ich das Ding direkt dahinter haben und dann habe ich kein Lichtfeedback und es ist doof. Das mag ich nicht. Aber so. So. Jetzt haben wir Flame und wir haben Projectile Protection. Ja, jetzt kriegen wir den ganzen Mist nämlich rein. Ich meine, noch haben wir... Jeder Mob droppt maximal eins von den Dingern. Das heißt, wir hätten jetzt im Moment drei unterschiedliche. Deswegen mache ich mir noch keine Gedanken. Falls wir dann irgendwann mehr haben, muss ich mir Gedanken machen. So. Machen wir das einmal weg. Okay, wie sieht's aus? Er craftet noch das Zeug. Achso, das ist Redstone, die sehen gleich aus gerade. Ach, die kommen ja auch noch. Stimmt, die müssen ja auch noch gefüllt werden mit 200 MB pro. Oh. Oh. Ich brauche mehr die Stereo-Sätze nur. Dann mache ich mal Folgendes. Mal die Kiste mit. Okay, mal. Ups. So, geh mal nach hier hinten. Und wir bauen mal hier irgendwo jetzt das Ding hin. Hier muss auch noch Strom hin, fällt mir gerade auf. Wo baue ich denn das hin? Ah, verdammt, das ist alles doof. Gut, mache ich jetzt, wenn das ein Dreiergang ist, machen wir jetzt mal einfach drüben nochmal ein Räumchen, dass das ungefähr auf der gleichen Fläche ist. Nur erstmal provisorisch, dass wir jetzt... Oh! Ich habe ein ME-System gefunden, das ist ja gut. Das ist wirklich gut, dann weiß ich nämlich, wo ich direkt dran kann, um hier hinten das ganze Zeug anzuschließen. Okay, wir haben ein ME-System gefunden. Zack. So, das Ding braucht halt natürlich noch Strom. Den müssen wir dann erstmal mit einer Cell liefern, denke ich. Am besten wäre es natürlich, wenn ich hier mit dran wäre. Aber da komme ich nicht dran. Nee, okay. Okay, zack, 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 zack. Packen wir es erstmal hier hin. Zack, zack, zack. Output. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge das war. Ich glaube, das war relativ egal. Und dann zack, 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 zack. Und zack, zack. Dann brauchen wir noch Distance Data. Das heißt, die Dinger müssen... Ups. So rum dran. Okay. Und so. Und extract es aus. Kriegst du was rein? Die Maschine anschalten. Das hat doch keinen Strom aus. Soll trotzdem die Data eigentlich reinbekommen, ne? Das ist, glaube ich, zu weit weg. Weil hier ist das Ding. Oder brauchst Sicht? Brauchst eine klare Sicht. Das kann auch sein. Können eigentlich auch die Dinger mal. Die sind eh leer. Dann einmal das rausgenommen. Huch! Was passiert jetzt? Irgendwas passiert. So. Und zack. So, das Problem ist halt, die tun immer das Inventar so ein bisschen kaputt machen. Okay, machen wir die mal weg. So, dann können wir die gleich mit da drüben hinbauen. Dann bauen wir die einfach mal mit hier hin.
Wir müssen natürlich noch für Strom sorgen, das ist das einzige Problem. Aber das ist das kleinste Problem. Mal so. Und so. Und jetzt tut es gleich weh. Sehr gerne. So. Unextract, unextract und unextract. So, du bekommst den. Distance, du bekommst den. Composition, du bekommst den. Mass. Wunderbar. So, seid ihr alle an? Ja. Seid ihr alle an? Nein. Zack, zack. So, jetzt bekommt er nämlich alles rein. Wunderbar. Und dann brauche ich nur Strom. Wie sieht es mit der Cell aus? Wo habe ich denn die hingepackt? Wo ist meine Cell? Ist sie wieder? Ach, da ist sie. Okay. So, machen wir die mal ganz kurz nochmal voll. Ich muss mir echt überlegen, wie ich Strom da hinten hinkriege. Ich meine, so viel Strom verbraucht es nicht, aber... Signalum, und ich sehe gerade, die Folge ist eigentlich auch zu Ende. Ich habe nur 4 Signale im Flugzeug, weil er da noch hängt, weil er kein Redstone mehr hat. Okay, folgendes, warte mal. Nein. Redstone. Wir schmelzen mal ein bisschen was auf. Muss halt jetzt hier 10 Kilometer laufen, aber wir schmelzen kurz was auf. Zack. So. Dann packen wir nämlich einfach mal kurz in das Drawer-System ein bisschen, Redstone rein. Er schmilzt ja einfach alles auf, ist mir egal. Zack. Huch, nein, warte, falsch. So, das da will ich bitte. Super, okay. Da funktioniert das nämlich, dann kriegen wir jetzt nämlich hier schon mal das, nochmal ein bisschen Redstone rein. Zack. So, und dann würde ich sagen, ich beende jetzt erstmal die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein bisschen oder so. Zack. Das packe ich auch mal weg. So, ich muss halt noch schauen, wie sieht es eigentlich mit Yuimeta aus? Boah, naja. Füllt sich. Okay. 4 haben wir bekommen, okay. Also wir verbrauchen ordentlich Strom mittlerweile. Wenn wir da die Spawner zum Beispiel anhaben und so weiter. Jetzt muss ich nur mal gucken. Jetzt habe ich die Cell wieder vergessen. Ich wollte die Cell noch hier hinpacken. Nein. Ich will da Strom mindestens haben. So. Machen wir das mal zusammen. Zack, zack, zack. Genau die beiden Seiten hat es natürlich nicht. So. Jetzt. Damit gehen die Dinge erstmal an. Wunderbar. Und das Ding geht an. Warum haben wir nur so wenig Composition Mass Data? Was ist das? Das war, glaube ich, ein Nether Asteroid, ne? Dann. Hatte ich die schon alles gescannt? Oh, ich war vorbildlich. Wann das? Okay, gut, dann mache ich mal eine Mission nochmal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich wünsche euch bis dahin noch einen schönen Tag. Ich hätte das gar nicht mal. Ich hab die... Okay, gut. Tschüss, noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh